Ja, liebe Zuseher, wenn Sie jetzt auch so begeistert sind von Valley, dann am besten mal vorbeikommen. Aber wo findet man euch denn in Landeck? Ja, uns findet man im Beauty Center M12, gleich neben der Anita Bosch, Kosmetik im Nagelstudio. Wir sind schon ein bisschen versteckt, aber durch das seid ihr ja jetzt da, dass die Leute das natürlich besser finden. Einfach durch die Türe neben der Anita durch und die Stiege hoch. Aber das sagen wir Ihnen jetzt, oder? So finden Sie den Friseur Valley. Und da wir jetzt alles gefunden haben, schauen wir zum nächsten Beitrag. Das neueste Projekt der Lebenshilfe nennt sich Markt der Möglichkeiten. Dabei werden Menschen mit Behinderungen verschiedene Möglichkeiten der Beschäftigung vorgestellt. Leiterin der Lebenshilfe Landeck, Kirsten Witteborg, erklärt mehr dazu. Ja, wir haben eine Projektgruppe gegründet. In dieser Projektgruppe arbeiten Mitarbeiter, Angehörige, Sachwalter und auch Klienten mit. Wir haben in der Projektgruppe überlegt, dass wir gerne mal herausfinden wollen, welche Interessen haben Menschen mit Behinderungen an verschiedenen Arbeitsmöglichkeiten. Welche Arbeitsmöglichkeiten kennen sie? Welche sind in, welche sind out? Weil wir gerne die Angebote der Lebenshilfewerkstatt auf die aktuellen und neuen Situationen und Bedingungen anpassen wollen und gegebenenfalls Arbeitsangebote adaptieren wollen, ergänzen wollen oder auch total verändern möchten. In der Praxis sieht es folgendermaßen aus. Bei diesem Markt der Möglichkeiten sind verschiedene Tische aufgestellt mit verschiedenen Möglichkeiten, wie man arbeiten kann. Also es gibt also da drüben dann zum Beispiel einen Tisch mit Blumen, wo man also selber probieren kann. Es gibt einen Tisch, wo man zum Beispiel auch etwas, was Kochen anbelangt, wo man einfach auch seinen Interessen nachkommen kann, wo man das ausprobieren kann. Und das ist auf diesem Weg möchten wir gern herausfinden, welche Interessen, welche Talente, was jeder Klient, jede Klientin kann. Und an diese Sachen werden dann von den Studenten, Studentinnen der Sozialpädagogik in Stams werden genau beobachtet. Jeder Klient, jede Klientin haben sozusagen einen Beobachter im Schatten, die genau beobachten, was jeder tut bei diesem Markt der Möglichkeiten. Und das soll eine der Grundlagen sein, um herauszufinden, was unsere Klienten, Klientinnen in Zukunft arbeiten wollen. Mit dem Markt der Möglichkeiten ist das Projekt aber noch lange nicht zu Ende. Weitere Meilensteine stehen auf der Liste. Ja, wir haben nicht nur diesen einen Meilenstein, sondern wir haben auch schon eine Befragung gemacht von allen Klienten. Diese Befragung ist auf drei Ebenen gelaufen. Erstmal haben die Klienten selber einen Fragebogen beantworten und ausfüllen können. Dann haben die Angehörigen das für sie gemacht und auch aus Seiten der Mitarbeiter haben wir das auch nochmal für jeden Klienten ausgefüllt. Jetzt ist ein Baustein eben der zusätzliche Markt der Möglichkeiten und nachher werden wir das alles miteinander abgleichen und schauen, welche Gesamtergebnisse ergeben sich daraus, dass man dann dementsprechend die Arbeitsangebote für die Zukunft neu gestalten kann. Ein weiterer Meilenstein wird dann sein, dass wir also die Erkenntnisse, die wir aus diesem Prozess jetzt gemacht haben, dann auch in Verbindung bringen mit der Gesellschaft. Also wir möchten wirklich dann, wir gehen dann also in die Wirtschaft hinaus und möchten das der Wirtschaft auch kundtun, was unsere Klienten, Klientinnen gut können, was sie in Zukunft gerne arbeiten möchten. Und versuchen da sozusagen dann auch ein Match zusammenzubringen, dass also die Wirtschaft diese Talente und diese Dinge einfach auch gut nutzen können und dass unsere Klienten sozusagen dann auch wirklich ihre Arbeit, die sie gerne machen, in der Wirtschaft draußen im inklusiven Raum, Arbeitsraum machen können.